You are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way. Herzlich willkommen, meine Lieben, zu den Backstreet Boys. I Want It That Way hat ein so geiles Picking, was ich euch gerne heute zeigen möchte. Die Akkorde im Hintergrund sind super, super simpel. Wir brauchen wieder mal einen Capodaster, den wir in den zweiten Bund platzieren. Also den ersten lassen wir frei, dann geht es auf den zweiten. Dort platzieren wir den Capodaster schön so geradlinig drauf, dass er dann mit einem mittelmäßigen Druck die Saiten hier runterhält und du beim Drüberstreichen diesen Klang bekommst. Manchmal kann es erforderlich sein, dass du mit dem Stimmgerät noch mal ein bisschen nachjustieren musst, damit die Saiten dann auch wirklich hundertprozentig klingen. Die Backstreet Boys haben sicherlich keine Barré-Akkorde auf der Gitarre gespielt. Der Capodaster im zweiten Bund ist also ein sehr, sehr hilfreiches Mittel und wir können jetzt auf diesem Wege offene Akkorde spielen, die leicht zu greifen sind. Wir brauchen kein Barré, das ist ziemlich super. Und wir haben also drei Hauptakkorde und dann noch einen gespickten Nebenakkord, den wir dann obendrauf nochmal so als kleine Sahnehaube setzen. Wir haben den E-Moll als allerersten Akkord, gefolgt von einem C-Dur. Und ich gehe auch gleich langsam nochmal drauf ein. Und dann kommt der G-Dur. Und das wiederholt sich dann nochmal. Also das sind diese drei aller wichtigsten Akkorde. E-Moll ist so der traurige, verträumte Charakter in diesem Bunde. Ja? Also wir haben hier mit dem Mittelfinger und dem Ringfinger, greifen wir den zweiten Bund jeweils auf der A- und auf der D-Seite. Ja? Sieht dann so aus bei mir. Ich schaue immer, dass die Saiten unten drunter gut klingen. Beim Streichen achte ich darauf, dass ich so ein bisschen streichel aus dem Handgelenk. Ja? Also nicht drüber schlage, sondern wirklich so. Ja. Das ist der erste Anschlag auf E-Moll und dann geht es weiter zum C-Dur. Dort brauche ich die ersten drei Finger, Zeigemittel und Ringfinger. Die baue ich zu so einer Treppe zusammen, dass der Ringfinger hier den dritten Bund auf der A-Seite greift, der Mittelfinger greift den zweiten Bund auf der D-Seite und der erste Finger den ersten Bund auf der B-Seite. Ja? Okay, dann schlage ich oder streiche ich vielmehr die unteren fünf Saiten an, hier ganz genüsslich und schön. Und diese Anschlagsart verwende ich gleich beim nächsten Akkord nochmal, nämlich beim G-Dur. Wenn du Anfänger bist, greifst du den am besten so mit dem Mittelfinger hier im dritten Bund auf der tiefen E-Seite und mit dem ersten Finger im zweiten Bund auf der A-Seite. Kleiner Finger kommt hier unten auf die 3, auf diesen Punkt hier. Ja, und dann hast du schon insgesamt einen G-Dur. Ja. So, und diese drei Akkorde wechseln von vorne nochmal durch. E-Moll, C-Dur, lass dir ein bisschen Zeit, bis er richtig sitzt. Und wenn er perfekt drauf sitzt, dann schlagen wir zusammen an. C und dann geht es zum G-Dur. Ja, diese nochmal. Der Rhythmus ist hier so ein bisschen speziell. Ja, wir lassen den ersten lange klingen, den zweiten nur etwas kürzer und gehen dann vorgezogen auf den G. Das macht dieses Backstreet Boys Feeling aus. You are my fire. Der G kommt so ein bisschen verfrüht. Und allein dieser Move, der bringt deinem Spiel schon so eine gewisse Frische rein, die du brauchst. Ja? Also nicht alle Akkorde immer gleichmäßig lang spielen. Den ersten lang, den zweiten relativ kurz und den dritten dann ausgleichen. Das ist so ein zweitaktiges Muster, was sich dann nochmal wiederholt. Und statt der Bewegung dann auf den C-Dur, gehen wir später einfach nur auf den D-Dur. Den D-Dur, den kennt eigentlich auch fast jeder Einsteiger. Ziemlich schnell lernt man den kennen. D-Dur, klassisch gegriffen, ganz easy. Erster Finger, zweiter Bund G-Seite, Ringfinger, dritter Bund B-Seite und der Mittelfinger hier im zweiten Bund der hohen E-Seite. Das ist der D-Dur. Und dann haben wir diesen Wechsel. Der ist sehr schnell, ja. Können wir nichts dran ändern. Wir spielen einfach dann das Stück ein bisschen langsamer. Dann kannst du diesen Wechsel auch leichter üben. Wir spielen jetzt die Akkordfolge E, C, G dreimal durch. E, C, G, E, C, G, E, C, G. Und dann E, D, G spielen wir beim vierten Mal. Das ist dann so diese Abrundung, die dieses ganze Muster in eine richtig schöne Form bringt. Wir greifen die Akkorde auf die
klassischer Art und Weise, E-Moll, also mit dem Mittelfinger, Ringfinger, und schlagen oder streichen über die Saiten einmal komplett drüber zusammen. 1, 2, 3, 4, E-Moll. Dann geht es zum C-Dur. Den halten wir nur kurz und wechseln sofort zum G-Dur. Dann geht es zurück zum E-Moll. Dann kommt der C-Dur und dann G-Dur. Dann noch einmal E-Moll. Dann kommt einmal der C-Dur und dann der G-Dur. Und jetzt kommt das abrundende Schlussteilende. E-Moll, 3. Und jetzt kommt der D-Dur, ganz kurz nur. Du hörst selber schon, da kann man das Stück beenden. E-Moll, und du fängst schon vorher so ein bisschen mit dem Singen an. Also you are, auf dem A kommt unser Gitarreneinstieg. You are my fire. Das war jetzt mal so Schritt 1. Und im Schritt 2 spielen sie dann ab der zweiten Strophe einen ziemlich coolen Schlagrhythmus. Und diesen Schlagrhythmus, den trainieren wir jetzt hier auf der Gitarre, aber auch schon in Vorbereitung für unseren Bass, den ich dir auch gleich noch zeigen werde. Wir spielen die Akkorde von gerade eben, aber folgenden Rhythmus. Wir spielen mit Wechselschlägen ab, auf und klopfen. Ja? Also ab, auf, klopf. Und während du klopfst, führst du dein Plektrum wieder nach unten, sodass du direkt mit einem Aufschlag starten kannst. Und dann spielst du 3 Schläge und klopfst wieder. Ja, nochmal. Ab, auf, klopfen und währenddessen das Plektrum runterführen. Und dann von unten nach oben wieder hochspielen. Ab, auf und schon wieder klopfen. Und einen letzten Aufschlag nach dem Klopfen dran setzen. Ja. Ab, auf, klopf, auf, ab, auf, klopf. Und dann hast du ganz am Ende vom Takt immer noch so einen kleinen Leerschlag. Den finde ich ziemlich cool. Du schlägst einfach nur die unteren 3 Saiten leer an und hast dann Zeit, deine Akkorde zu wechseln. Ja, also ziemlich gut. Man macht als Profi solche kleinen Tricks immer wieder mal, dass man die Akkorde einfach schneller wechseln kann und das halt auch relativ gemütlich ist. E-Moll. Und jetzt kommt der Profi-Trick mit dem Leerschlag. Und während die Leerseiten klingen, greife ich in der Luft schon meinen C und setze ihn drauf. Guck mal, langsam. E-Moll. Klopfen. Wiederholen. Klopfen, Leerschlag zum Wechseln, C-Dur, klopfen und in der Klopfzeit auf G-Dur. Ja, hier. Und da gilt wieder, am Ende des Taktes spiele ich hier so einen kleinen Leerschlag auf die Saiten, auf die unteren 3 Saiten mit einem Aufschlag von unten kommend, damit ich hier Zeit habe, schnell auf meinen ersten Akkord wieder zu gehen. Und dann hört sich das nachher so an. Der zweite Durchgang. Jetzt kommt der dritte Durchgang. E-Moll, C-Dur ganz kurz und G-Dur und E-Moll. Und jetzt kommt D. Ja? Also da spielst du genau dieselbe Schlagtechnik weiter. Also ich glaube sogar in den 90er Jahren war das schon so ein bisschen richtungsweisend. Dieses Klopfen auf 2 und 4 mit der Gitarre, das hatte schon so eine gewisse Lagerfeueratmosphäre, die da aufgekommen ist. Und ich will dir natürlich auch jetzt nachher noch das Picking zeigen. Bleib bitte bis zum Ende dran. Jetzt kommt, wo wir ja gerade so ein bisschen am Rhythmus grooven sind, kommt jetzt der Bass. Ja? Und der Bass spielt quasi gedacht ohne Capodaster. Der Capodaster greift hier den zweiten Bund. Und der Bass greift den zweiten Bund hier auf der tiefen E-Seite mit dem ersten Finger. Ja? So sieht es aus. Ich dämpfe mal so ein bisschen die unteren Saiten ab, die brauche ich ja nicht. Und jetzt spiele ich am Bass genau denselben Rhythmus, den ich auf der akustischen Gitarre gespielt habe, nur dass ich statt Plektrum Wechselschläge hier Wechselschläge spiele. Also mit dem Zeige und mit dem Mittelfinger immer abwechselnd die Saiten anzupfe. Also ich habe am Anfang 1 und jetzt kommt ein gedämpfter Dead-Dot-Schlag. Und das kriege ich am Bass hin, indem ich die anderen Finger, die frei sind, hier auf die Saiten drauflege, den Zeigefinger runternehmen, dass wirklich nichts mehr klingt und dann einfach die gedämpften Saiten so ploppartig anzupfen. Also das hört sich dann so an. Zweimal zupfen, dann kommt die gedämpfte Note, ja, alles abdämpfen hier und anzupfen und zurück, dreimal den gegriffenen Ton, zupfen und dann nochmal dämpfen. Und weil es uns so Spaß macht, gibt es am Ende nochmal den Ausgangston, einfach nochmal hinten dran und dann ist auch dieser Teil schon abgeschlossen. Den C-Dur-Griff auf der Gitarre begleiten wir hier am Bass mit dem fünften Bund auf der A-Seite. Zweimal zupfen, dämpfen
und schnell wechseln auf den G-Akkord. Die Gitarre wechselt auf den G-Akkord und wir wechseln mit unserem zweiten Finger auch in den fünften Bund der tiefen E-Seite. Ja, hier, dahin. Also. Und weil wir mitten im Takt gewechselt haben, spielen wir diesen G-Ton praktisch dreimal an und dann nochmal hinten dran diesen gedämpften Schlag. Ja? Also 1, 2, 3 und dann dämpfen. Ja, und dann kann man nochmal hinten dran zum Schluss den Ausgangston wieder dran setzen. Diese drei Töne, ja. Zweiter Bund auf der E-Seite, Ausgangston, erster Ton, mit dem begleiten wir unseren E-Moll. Fünfter Bund auf der A-Seite, mit dem begleiten wir unseren C-Dur. Ja, und mit dem Mittelfinger finde ich es am coolsten, gehe ich auf den fünften Bund der tiefen E-Seite. Das ist meine G-Begleitung. Auch wenn diese Notennamen jetzt hier nicht mit dem Bass zusammenpassen, ist es trotzdem so, dass die Töne richtig sind. Ja? Und dann geht es wieder zurück. Ich zeige dir das nochmal. Ringfinger war nicht gut, ne, im fünften. Ja, der Mittelfinger fühlt sich viel besser an. Und jetzt brauchen wir diesen Abschlussakkord, diesen D. Den D-Akkord bekommen wir hier im siebten Bund mit dem kleinen Finger auf der A-Seite begleitet. Ja, hier an der Stelle. Und anschließend hole ich mir meinen letzten Akkord, den G, wieder hier über den fünften Bund. Diesmal greife ich den mit dem ersten Finger, damit ich hier einen schönen Wechsel habe, okay? So. Das ist der erste Durchgang. Und dann kommt der zweite. Mittelfinger greift den fünften Bund und dann kommt der erste Akkord wieder. Und jetzt kommt der letzte Durchlauf mit diesem siebten Bund. Lass ihn einfach klingen. That way. Im Chorus haben wir eine Akkordfolge mit C-Dur für den ganzen Takt. Dann kommt der D-Dur ein kurzes Mal und dann sofort zum E-Moll. Das wiederholt sich noch einmal, dann geht es zum D und wieder zum E-Moll. Und dann geht es in die dritte Wiederholung, die ist ein bisschen anders. C-Dur, D-Dur und hier geht es zum G-Dur, freundlich statt zum traurigen E-Moll. Dann kommt der E-Moll und der D-Dur zum Schluss. Das ist das gleiche Ende, absolut identisch mit dem Ende vom Vers. Ja? Der Rhythmus geht dann so, C und D-Dur und E-Moll und C-Dur und C-Dur und D-Dur und E-Moll. Jetzt C wieder und D und jetzt aufpassen zum G. E-Moll. Während die Gitarre den C-Dur spielt, haben wir am Bass den fünften Bund zu greifen auf der A-Seite. Und wir spielen denselben Rhythmus. Ja? Und dann kommt der siebte Bund ganz kurz und der zweite Bund für den E-Moll. Dann geht es wieder zum fünften Bund hoch, dann zum siebten Bund, zweiter Bund. Jetzt in dieser Wiederholung ändert sich der Schlussteil ein bisschen. 7 und zum fünften Bund auf der E-Seite. Zweiter Bund auf der E-Seite klingen lassen. Ja, und dann die 7 und die 5 hinterher. Insgesamt den Chorus nochmal. Okay, und jetzt zum Picking. Das ist der schwierigste Teil im Song. Wir spielen es nicht mit den Fingern, sondern mit dem Plektrum, weil wir so einen präzisen Klang haben wollen, so einen poppigen, gleichmäßigen. Du greifst als Grundlage die Akkorde, die du gelernt hast, E-Moll, ja, und zupfst die tiefe E-Seite an, anschließend die D-Seite, da muss man einmal drüber springen über die A, und jetzt mit einem Aufschlag die B-Seite, die G-Seite und die D. Mach's ohne Reden nochmal.
zwei Abschläge, der Rest mit auf. Abschlag auf der E-Seite, Abschlag auf der D-Seite, Aufschläge von der B, G und D-Seite, einfach hochgezupft. Ja? Und jetzt kommt ein kleiner Pull-Off-Lauf, ziemlich cool mit dem ersten Finger im ersten Bund der B-Seite. Ja, du zupfst, du greifst den ersten Bund auf der B-Seite, schlägst an, zupfst runter und dann geht's zur G-Seite runter. Mit dem Plektrum einfach die G-Seite anschlagen. Zusammen hört sich das so an. Das ist die Begleitung für den E-Moll. Ist einfach mal ein Übungstag wert. Und dann geht's zum C-Dur, den wir ganz normal greifen und dann spielen wir die A-Seite, die D-Seite und die B-Seite zusammen. Also hier wird die G-Seite einmal übersprungen. Das war's auch schon. Wir wissen, der C ist ja nur kurz gegriffen, deswegen haben wir nur drei Töne Zeit. Sofort zum G-Dur gehen. Ja, und hier musst du beim G-Dur den dritten Bund hier unten etwas verschieben. Da spielst du statt hier unten auf der hohen E-Seite den dritten Bund, spielst du den jetzt eben hier auf der B-Seite. E-Moll zuerst. Aufschläge. Ersten Bund greifen, runterzupfen mit dem gleichen Finger, also mit diesem Zeigefinger, den wir gegriffen haben, runterzupfen auf die Leerseite. Dann mit dem Plektrum die G-Seite anschlagen. Dann kommt der C-Dur. Ja? Die A-Seite, D-Seite, B-Seite. Und hier hochgreifen zum G-Dur und den G-Dur ein bisschen anders hinplatzieren, den kleinen Finger auf den dritten Bund der B-Seite. Und dann so spielen. D-Dur. Ja. Da würde ich das Picking-Muster dann beenden und einfach nur noch über den E-Moll drüber streichen und den D als Abschluss und G. Ja. Was solltest du tun, wenn du jetzt feststellst beim Zupfen, du triffst die Saiten nicht richtig? Also du greifst mal, zupfst eine andere Saite, die nicht vorgegeben ist. Hier greift der Backup-Plan auf der linken Hand, dadurch, dass du ja die Akkorde schon perfekt vorbereitet hast, sind die Töne zwar dann nicht ganz original, aber sie sind auch nicht ganz falsch. Ja? Das heißt, es ist keine Anleitung zum Schludern. Du solltest schon versuchen, wirklich dieses Picking reinzukriegen in die rechte Hand, aber dich aber auch nicht runterziehen, wenn du mal aus Versehen einen falschen Ton triffst. Ja? Diese Betonungen sind sehr wichtig. Der erste Ton. Und dieser helle Ton ganz oben ist auch ganz wichtig. Wenn du diese zwei Eckpfeiler im Kopf hast, kann ich auch mal andere Saiten spielen. Und man erkennt es immer noch. Ja? Aber in Übungsphase 1 solltest du wirklich schauen, dass du da die richtigen Saiten triffst. Wie im Video gezeigt. Und ich wünsche dir natürlich sehr, sehr viel Spaß dabei. Wenn ich so weitermachen soll und du weitere Liederwünsche hast, schreib sie mir einfach unter diesem Video als Kommentar. Wir sehen uns. Mach's gut, dein Georg Norberg. Hau rein. Tschüss.